Na Leute, herzlich willkommen zum heutigen Stream. Ich dachte mir, nach gestern können wir hier ruhig nochmal spielen. Ein bisschen Entspannung tut gut. Ich hatte auch ein bisschen mehr Lust heute auf Animal Crossing als auf Far Cry. Ja, erst noch zu Twitch. Ich hatte ja eigentlich auch hier jetzt vor, das hier ein bisschen öfters zu streamen. Deswegen habe ich mir jetzt überlegt, dass ich, falls Freitag nichts geplant ist, freitags zu streamen. Und ansonsten sonntags Animal Crossing, damit ihr hier so wisst, wann könnt ihr Animal Crossing erwarten. So, jetzt grüße ich auch YouTube. Heute wieder Animal Crossing. Wird hoffentlich wieder so entspannt wie beim letzten Mal. Wir müssen noch hier von gestern noch was mit der einen da klären. Ich mache, glaube ich, so vier, fünf Häuser, je nachdem, wie es geht. So, mit Carlotta darf ich jetzt reden. Ist ein neuer Abend, also neue Sachen zu kaufen. Im Übrigen, die Souvenirpralinen habe ich rausgefunden, wofür die sind. Die kann man Inselbewohnern schenken und dann ziehen die hier vielleicht hin. Und die Seifenblasenmaschine, die muss ich doch kaufen. Ein Leuchthinweisschild. Damit jeder weiß, dass ich on air bin. Mal gucken, kann ich alles kaufen? Nein, dafür brauche ich nochmal 6000, also muss ich einen Auftrag für erfüllen. Okay, um beides zu kaufen, muss ich nochmal Auftrag machen. Na? Ah, ich muss von der Seite mit dir reden. Ich bin bereit zum Arbeiten. Wir sind immer bereit zum Arbeiten, selbst dann, wenn wir es nicht sind. Das ist meine Arbeitsuniform. So, wolltest du nicht noch was mit mir bereden? Ich präsentiere meine Arbeitsuniform. Ja, das mit Animal Crossing hat sich jetzt auch ein bisschen spontan ergeben. Aber bevor ich hier mache, ich will mir noch ein paar Ranken gönnen. Für zu Hause. So, die wollte ich einfach mitnehmen. Weil ich dafür schöne Stellen gefunden habe. Und ich durfte hier jetzt auch kennenlernen. Die ändern sich mit jedem Tag, die hier sind. Nee, für Schläger mache ich nix. Die möchte zum Rhythmus der Musik trainieren. Sie möchte ein Holzhaus oder eher. Der möchte, die hier möchte auf jeden Fall eine Leinwand Filmabende. Und hier ist eine Modenschau, wo ich wahrscheinlich zigtausend Klamotten in die Wohnung packen müsste. Machen wir mal das einfach so zuerst. Na klar. Wie gesagt, so vier, fünf Häuser machen wir. Ich weiß nicht, wie viel das er jetzt an Zeit in Anspruch nimmt. Ja, du willst eine ganz einfache Wohnung. Muss nur alles aus Holz sein. Wo packen wir dich am besten hin? Ich denke mal, weil du so eine einfache Wohnung haben willst, nehmen wir auch so eine kleine Insel für dich. Nehmen dann aber den Herbststil. Weil ich denke mal, für so eine Holzhütte empfiehlt sich das. So, Bono fährt uns rüber. Und let's go. Ja, hier wird dein Ferienhaus Wirklichkeit. Und das Schöne ist, es ist nicht besonders groß. Das heißt, ich habe nicht viel zu tun. Falsche Taste. So, zuallererst. Okay, ich kann es nicht an den Strand packen. Ich will es jetzt ganz an den Rand packen. Und dann zuallererst
Machen wir daraus eine Holzhütte. Ist tatsächlich von Anfang an schon recht gut. Ein Schieferdach, ein Streifendach. Nehmen wir ein weißes Streifendach. Nee, warte. Du bist rot, du kriegst ein rotes. Dann machen wir eine hellbraune bzw. dunkelbraune Fassade. Haben wir was Besseres als eine Rustikaltür? Holztür. Perfekt. Und ein Holztürschild. So, das wäre schon mal erledigt. Jetzt kommt hier draußen eine Schwingschaukel, eine simple Wäscheleine, ein kleines Vogelhäuschen, bloß eine Hundehütte. Einen Bienenstock kriegst du auch noch. Ja, komm. Das reicht auch fürs Erste. Haben wir noch ein schöneres Holz? Naturholz, jawohl, danke. Das sieht doch richtig schön aus. Bei dir bleiben wir bei Natur. Das Vogelhäuschen kommt mal direkt an die Haustür. Auch das würde ich gerne ein bisschen umgestalten. Ja, das Vogelhaus sieht schon mal schön aus. Ja, wir wollen ja eins, das nach Hause zeigt. In der Richtung ist dein Zuhause. Ich weiß, das wusstest du vorher nicht. So, was nehmen wir denn hier? Richtig cooles Design am besten. Ja, komm, das sieht am besten aus. So, und auch die Hundehütte kommt direkt ans Haus. Perfekt. Warte mal, kann ich das auch dahin packen? Weil dann hätte ich die Hundehütte lieber hier. So, damit es farblich dazu passt. Jetzt machen wir noch ein bisschen hier den Strand ansehnlicher. Was können wir denn dafür nutzen? Es muss ja Holzzeug sein, ne? Ich pack da einfach eine Palme hin. Ich würde ja einen Liegestuhl dahin packen, aber ich glaube, den habe ich nicht zur Verfügung. Doch, ich habe einen Sonnenstuhl. Du kriegst auch einen Deluxe. So, haben wir das in Braun? Nein. Du kriegst es in Orange mit Designer. Richtung Meer. Dann bastel ich dir hier noch eine Hecke hin. Nein, keine Stechpalmen, das wäre ekelhaft. Seehortensien. So, das packen wir hier so. Das hätte ich gerne einmal, dass es von hier aus bis nach da unten wächst. So weit muss es jetzt auch nicht wachsen. Ich will es entfernen. Schön, dass ich da auch noch verschiedene Farben zur Verfügung habe. Okay. Ich würde mal sagen, mit draußen sind wir tatsächlich sogar schon fertig. Die größte Herausforderung ist immer das Innere. Da muss man erstmal gucken, was reinkommt.
So. Zack, zack und zack. Warte mal. Ich putze das schon mal. Für den Fall, dass man hinterher nicht drankommt. So, dann blitzt und blankt es wenigstens schon mal. Der kommt da dran. Kriegst das alles in Naturholz, weil das schöner aussieht. Dann nehmen wir hier Kirschholz. Was haben wir hierfür zur Verfügung? Dann bleiben wir bei Natur. Keine Ahnung, was du damit vorhast. Das kommt einfach mal in die Ecke. So, ich mache schon mal die Decke, weil die ist immer das Größte. Ich muss jetzt jedes Mal eine Küchenzeile basteln. So, ein Ventilator muss wie immer her. Oh, eine Hellholzhängelampe. Perfekt eigentlich. Wenn man so drüber nachdenkt. Ja, in Naturholz bleiben wir natürlich. Und natürlich hier den hölzernen Ventilator. Ich gucke auch mal direkt bei Tapete, ob ich was Hölzernes habe. Der hat mir schon mal eine Mischholzwand. Naja, ich habe keine andere, die irgendwie Holz ausschreit. Nein, nee. Momentan haben wir Kiefer. Ach, kriegst du Zirben. Nicht mein Lieblingsholz, aber du kriegst es. Ach, jetzt sehe ich es erst. Das ist ein Brötchenwagen. Soll dann natürlich auch direkt beim Bett sein, ne? Der kommt hier vorne hin. Okay, so passt er besser. Da kommt die Küchenzeile hin. Wo haben wir es? Wo haben wir es? Ein Servierwagen war das im Übrigen. Du kriegst eine Kochnische und eine Werkbank. So, Kochnische, Werkbank. Wenn du schon eine Holzhütte haben willst, dann kriegst du auch eine Werkbank von mir. So, können wir die auch hölzern irgendwie machen? Ja, Naturholz. Bleiben wir bei Natur. So, bevor ich wieder mal nicht drankomme, einmal kurz abputzen. So, jetzt kommt die Abzugshaube eben schnell hier hin. Kann man da bestimmt auch aus Holz machen. Nee, kann man nicht. Dann kriegst du wenigstens eine blaue. Und die brauche ich hier hinten an der Wand. Die muss ja halt genau über dem Herd sein. Da macht die am meisten Sinn. So, und jetzt verschönern wir noch das Innere. Und bleiben natürlich nur bei Holz. Das Gute ist, bei Holz steht auch direkt dabei, dass es Holz ist. Kriegst einen Abfalleimer. Für dich reicht ja ein Einzelbett. Eine Holzkommode. Okay.
Das stelle ich jetzt erstmal dahin, wo es hin soll. Naturholz natürlich. Dann nehmen wir hier Kirschholz. Und wieder eine Designer-Decke. Perfekt. Habe ich Naturholz hier zur Verfügung? Wenn ich nicht Natur habe, dann nämlich Kirschholz. Können wir das so drehen? Ja, können wir. Da passt ein Fernseher jetzt drauf. Und zwar ein größerer Fernseher. Ach, die Seifenblasenmaschine, die ich gerade eben gekauft habe, kann ich direkt verwenden. Könnte ich, wenn ich lustig bin. Vielleicht meist bei einer Wohnung. So, wo habe ich den Fernseher? Fernseher, Fernseher, Fernseher. Warte mal, der war noch. Der hatte Zahlen am Ende. Der müsste eigentlich jetzt einer der letzten hier sein. Vielleicht bin ich auch einfach nur blind. Ich gucke hier gerade durch, ob ich überhaupt einen Fernseher zur Verfügung habe. Ja, da ist er doch. Der 50-Zoll-Fernseher. Den stelle ich erst einmal auf den Boden, weil ich kurz nochmal putzen will. Alles, was glänzend gemacht werden kann, wird glänzend gemacht. So, das da drauf. Glänzt. Perfekt. Kriegst einen weißen Fernseher. So, dann noch überlegen. Auf den Tisch können noch ein paar Sachen. Was schreit denn hier Holzhütte raus? Beziehungsweise so eine Einsiedlerhütte. Ja, hier haben wir auf jeden Fall mal was aus Holz. Ich pack die vier Sachen eh nochmal auf den Boden. Ein Holzwerkkasten muss nicht her. Wir haben es mit einem Jungen zu tun. Feuerholz kommt auf jeden Fall noch in eine Ecke. Ein Flaschenschiff kann ich mir gut vorstellen. Und wir machen diesmal keinen Poster, sondern ein Foto auf den Tisch. Wir haben bisher zwei Sachen auf dem Tisch, auch wenn es nicht so aussieht. So, und dann nehmen wir noch eine. Hier ein Teeservice. Und was packen wir noch dahin? Was passt gut zum Tee? Ja, eigentlich die Kekse. So, jetzt muss ich das alles einmal kurz so auf den Boden stellen, dass man noch drankommt. Damit ich das einmal putzen kann. Das Bild muss ich nochmal selbst hier nochmal abputzen. Also das muss ich nochmal solo machen. Komm da gerade nicht dran. Das wird eine richtig schöne Wohnung. Du kriegst gleich auch noch einen zweiten Stuhl. Obwohl, einer reicht hier, glaube ich, zur Abwechslung. Ein Flaschenschiff wieder hinten. Das eine Teil kommt gleich noch dran. Ein Feuerholz. Ich guck, dass ich da gleich noch eine Säge vielleicht hinpack.
Weil die passt dann eigentlich gut in die Einrichtung rein. Als würde er stehen ins Holz hacken gehen. Zählt die zu Kleinkram? Die zählt zu Kleinkram. Orange. So, zwei Dinge muss ich noch abputzen. Obwohl, ich habe vergessen, ich habe hier diese Schatulle noch. Dann machen wir doch ein Poster. Die Säge kommt da hinten ins Eck. Und die Schatulle, die die wunderschöne Musik von sich gibt, kann dahin. So, mit dem Bodenzeug sind wir jetzt, glaube ich, fertig. Jetzt kommt hier Wand. Eine Baumstammwanduhr passt. Ein Flaschenwandregal, das kommt in die Küchenzeile. Zusammen mit dem Hängeschrank. Ach, ich hätte auch den Zollwandfernseher nehmen können. Multischalter. Ich denke mal, hier ist eine Klimaanlage vonnöten. Da wir am Stranzenberg auch für eine Weltkarte. Werkzeugbrett, das direkt über das Werkzeugteil da kommt. Ein Holzrekorb, einfach damit es mehr Holz ist. Und ein Poster. Okay, jetzt ist nur die Frage, wo packe ich was hin? Ja, dann nehme ich lieber ein Birkenholz. Jo. Wir bleiben bei Natur. Das kommt darüber. Aber das kommt hier hin. Weil das würde ich gern, falls es da noch hinpasst. Ja. Nur einen höher. Jawohl. Dass die Gewürze halt genau da sind, wo sie hingehören. Ich möchte eigentlich mal kurz ausprobieren, obwohl, nee, das habe ich glaube ich schon ausprobiert, ob ich die putzen kann, wenn sie weit unten sind. So, die packen wir mal nach ganz oben. Bauen, damit so ein bisschen hölzern aussieht. Das soll ja auch so möglich Natur aussehen. Das Poster kommt wie immer dahin. Wart mal, von der Seite. Das Werkzeugbrett habe ich ja schon gesagt, wo es hinkommt. Das kommt dahin. Der Lichtschalter möglichst nah am Bett. Auf Griffhöhe. Und ich sag dir noch, ich finde, das passt gut da rein. Ja. Perfekt, würde ich sagen. Die Wohnung habe ich gut eingerichtet. Erste Wohnung. Erfolgreich. Wartet. Das war die falsche Taste. Ich präsentiere eine Wohnung. So, und jetzt müssen wir natürlich das perfekte Foto abwarten. Weil das erste wird dafür genommen immer. Ich habe so viel Holz hingeklatscht wie ging. Auf dem Holzweg. Nee, es geht besser. Komm, ein schöneres Bild noch. Ja, das war das bestmögliche Bild. Ein Bild gemacht, dann kann ich eh kein weiteres machen. Ich kann zwar noch eine Fotosession machen, aber die hat wenig Sinn.
Oder darf ich mir dann selber aussuchen, welches Foto ich nutze? Von denen, die jetzt ausgewählt wurden. Okay. Ich habe uns an die richtige Stelle gesetzt. Jetzt muss ich gucken. Was haben wir denn zur Verfügung? Ich würde sagen, das sagt schon mal so Holzflöte aus. Warum haben wir hier immer nur Kleider zur Verfügung? Es gibt ja noch andere Anzüge. Okay, du kriegst noch den Mini-Kreissägen-Hut. Und da haben wir immer noch nichts. So, wir gehen da mal im Partnerlook. Und machen dann jetzt noch ein schönes Foto. Ich präsentiere. Warte mal. Hier nehmen wir diesmal Aufregung. Jetzt noch einen guten Winkel. Genau, schau hierher. Perfekt. Welches Foto nehmen wir? Ich finde, das hier ist trotzdem schöner. Vielleicht kann man das wirklich nachher noch umändern. Und ich bin einfach nur zu doof. Das wäre die schönste Erklärung. So, ich trinke mal eben kurz was. Danke. Ja, gar nicht was trinken durfte, Chat. Hey, Herr Kunde, nicht wegrennen. Bin hier fertig. Ich will gleich mal ausprobieren, ob ich einfach nur zu einem Ort hin muss und dann das Foto wechseln kann. Ja, ich bin richtig fleißig. Ich gebe mir immer Mühe, um einen glücklichen Kunden zu haben. Ich soll mit Bono als nächstes sprechen, aber erst... Her mit dem Massagesessel. Ich guck mal vielleicht, ob ich wirklich einen von meiner Insel mal hierhin einlade. Das sind aber so Sachen, die ich dann offscreen mache. So, Bono will mit mir reden. Ja? Und was willst du denn mit quatschen? Ja? Was willst du mit der Flasche? Okay. Ja, mir ist sowas schon begegnet. Das ist doch eine Anleitung. Was kriege ich denn? Jetzt mal im Ernst, was habe ich hier bekommen? Rankenhängesessel. Ich kann aus Ranken dann was basteln. Auch interessant. Dann gehen wir mal in die nächste Wohnung. Wie gesagt, so 4-5 heute wollte ich am Abend machen. So maximal bis 21.30 Uhr. Ja. Wann soll die Bergbank geliefert werden? Du bist sehr redebegeistert. Sich gemacht, du gefällst mir.
Okay, ich kann ihn oben demnächst basteln. Na dann, nächstes Haus. Ich muss mir ja noch meine Pflanze leisten können. Spielzeug, Moden schauen. Wir nehmen die Modenschau. Und dann, wir nehmen das Spielzeug aus. Das klingt wenigstens interessant. Dann rede mal über dein Spielzeughäuschen. Okay. Was hast du auf jeden Fall vor, was da drin stehen soll? Du gefällst mir, ein Spielzeug-Dino. Ich habe nicht wirklich vor, draußen viel einzurichten, deswegen... Strand! Da hinten ist auch noch jemand. Okay, ich packe hier einfach ein paar Palmen und einen Liegestuhl hin. Das reicht schon aus für einen Strand. Okay. Zwei Palmen. Da eine. Und da eine. Und eine nah am Wasser. Okay. Das wäre schon erledigt. Jetzt brauche ich den Liegestuhl. Wie immer das Deluxe-Modell. Und ich suche jetzt gerade... dieses komische Eisbuffet-Ding. Ja, den Eiscreme-Stand, den habe ich gesucht. So. Hier, schöne Farbe. Kommt hier vorne hin. Das Haus stelle ich ein bisschen weiter mittig. Und das ist hier so eine Eigenschaft, die ist einfach am Haus dran. So, fertig. Ich habe nicht wirklich vor, hier draußen das jetzt so extrem großartig zu bearbeiten. Hier den Schirm einfach nur mal, dass er ein bisschen passender ist zur Bank. So, mal gucken, was könnte man denn sonst hier draußen hinpacken. Springbrunnen haben wir nicht zur Verfügung, ne? Ein Spielplatzgerüst können wir hier noch hinpacken. Du willst hier ein Spielplatzhaus. Die Sachen hier draußen kann ich übrigens nicht putzen. Ist schön, dass ich mir aussuchen kann, was für eine Art von Palme das ist. Welchem Entwicklungsstadius die ist. Okay. Dann ans Eingemachte. Einmal alles öffnen. Und abputzen. Ich denke mal, euch beide werde ich einfach auf den Tisch packen. Und ich werde eine Spielecke machen. Ein Rennautobett. Perfekt.
Eine Kompaktküche reicht hier, glaube ich, aus. Guck mal. Wir kriegen hier direkt alles richtig gut hin. Du kriegst den Fernseher zusammen mit der Switch. Und dann kriegst du hier noch ein Blümchenchen. Jetzt würde ich nur gerne noch irgendeinen Tisch sehen, der in die Richtung geht. Der Bauklotzstuhl, ne? Der geht schon in die Richtung. Wir nehmen den bunten, weil das sieht dann so ein bisschen kindlicher aus. Haben wir auch noch so einen Bauklotztisch? Ja, haben wir. Okay. Die bereits geputzten Sachen stelle ich einmal kurz da drauf, weil ich muss jetzt jedes Ding einmal abputzen. Und ich muss das natürlich so hinstellen, dass ich drankomme. So. Einmal alles abputzen. So, der Tisch glänzt auch. Jetzt ist der Plüschhund dran. So, damit der Switch, das Teil. Den Fernseher muss ich gleich nochmal darunter fischen. Ich weiß jetzt nicht, was von beiden gewischt wurde. Nicht der Fernseher. Das wäre geklärt. Okay. Dann geht's ans Einrichten. Ach nee, warte mal. Wir brauchen noch einen klitzekleinen Tisch. Den wirklich kleinen. Nein, keinen Hocker. Ich brauche einen kleinen Tisch. Am besten wäre so ein Mini-Bauklotz-Ding. Haben wir leider nicht. Da muss ein normaler Tisch her. Nehmen wir einen Kaffeetisch dann halt. Weil irgendwo muss ich ja den Fernseher drauf platzieren. So, der Plüschhund kommt auch hier auf den Tisch. Da reicht dann auch ein Stuhl. Der kommt irgendwo hin, dass man auch gut damit spielen kann. Warte mal. Mit der Küche, das lässt sich ein bisschen besser einrichten. So, die kommt da unten hin. Einmal so drehen. Da hinten kommen ja Spielzeuge hin. Aber eigentlich kann ich doch den Bauklotz einen Tisch verwenden, zumindest einen längeren. Nehmen wir den. Ich stelle das hier schon mal bereit. Einmal putzen. Warum ich immer die Lampe an- und ausmache, verstehe ich selber nicht. Tut mir leid. So, da kann man super spielen. Das Modellflugzeug kann ruhig nebens Bett. Ein kleiner Mülleimer wäre noch gut. Falls es geht.
Ich hätte gerne Mini-Mülleimer, danke sehr. Nehmen wir Kirschholz. Kann ich ruhig unbesorgt dahinstellen. Da vorne steht alles recht gut. So, dann gehen wir jetzt als nächstes an die Deckendeko. Was haben wir da zur Verfügung? Gelb. Nehmen zwei davon. Einmal kurz anpassen. Nehmen wir das in grün. So, das kommt natürlich in die Mitte des Raums. Hier kommt direkt die Abzugshaube hin. Werde ich direkt gleich auch anpassen. Ja, Buntglas finde ich passt hier ein bisschen. Das Hängeregal muss jetzt nicht sein. In Rot, bitte. Ja, bunt passt eigentlich am besten. So, ein bisschen hier hinten am besten. Da, wo auch das Spielgebiet ist. Einmal kurz Tapete. Haben wir eine neue? Eine niedliche Wand. Spieltapete, perfekt. Und dann nehmen wir noch den Puzzlemattenboden. Okay. Die Nostalgieuhr. Wie immer Heizung und Klimaanlage. Darf nicht fehlen. Ich freue mich schon, wenn die mehrstöckig sind. Ein Poster von ihm. Ich habe draußen das Haus noch gar nicht wirklich bearbeitet. Natürlich für die Küchenzeile. Und Leuchtkleber aufsetzt. Wo ist es? Da. Ein Fantasie-Wandregal. Ja, und damit haben wir eigentlich auch schon alles. Das kommt hier hin. Die Neonuhr. Die Uhr kommt wie immer über den Eingang. Ja, wenn dann so, dass der Klonkrieger weiß ist, bitte. Und das hinkommt, brauche ich, glaube ich, gar nicht so wirklich erwähnen. So, in Silber. Mit den Postern, das hatten wir schon. Was passt denn am besten? Dinosaurier, würde ich sagen. So, die Klimaanlage kommt ein bisschen nach oben. In einem schönen Blau. Und jetzt fehlt nur noch die Heizung. Und fertig ist die Stube. Das ist noch nicht geputzt. So. Alles fertig, würde ich sagen. Muss nur die Haustür nochmal machen. Beziehungsweise das Haus an sich, weil das habe ich nicht bearbeitet. Also das lassen wir mal so, wie es ist. Ein grünes Ziegedach.
Ja, passt so. Mit einer Federtür. Ja, wir haben nichts, was irgendwie hier Nostalgie aussagt, vom Haus her. Ist ein bisschen schade. Ich werde schneller im einrichten. Mittlerweile brauche ich nur noch eine Viertelstunde. Ich bin fertig. Jetzt muss ich nur nach dem richtigen Foto suchen. Eine schöne Bude, ne? Da sieht man ihn nicht. Ja, im Foto, wo sich einer freut. Das ist perfekt. Da habe ich noch eine gute Bude eingerichtet. Ja, dann, ich bin fertig. Zwei Häuser haben wir damit heute schon gemacht. Zwei von vier. So, jetzt kriege ich... Oh, ich kriege jetzt 9000. Ich beschwere mich auch nicht über ein hohes Gehalt. Weil ich mich so sehr anstrenge, kriege ich mehr Geld. Ah, ich kann meine Uniform auch ein bisschen mehr aussuchen. Ja, dann ändere ich gleich mal meine Uniform. Aber erstmal, dich nehme ich mit. Dann guck mir mal, was wir an neuen Uniformen haben. Uniform bearbeiten. Ja. Muss nicht sein. Oh ja, ein Hula Rock. Weil wir ja auf einer Insel sind, ne? Ach, hätte ich doch nur so ein Hula Oberteil auch noch. Das wäre perfekt. Nee, nicht die Ausgeh-Shorts. Die sind hässlich. Was wir hier alles zur Verfügung haben. Unglaublich. Wie darf ich Ihnen dienen, der Herr? Nee, wir bleiben hier bei der Ananas. Ja, komm, einfach nur ein bisschen chilliger zu wirken. Quark, bin mir nicht für den neuesten, für den nächsten Goose-Goose-Stream. Okay, die Socken, da reichen County-Socken. Ein paar Kunstfellstiefel, nehmen wir in grün. Oh ja, ein Bärchenrucksack. Was schreit Business? Die Kuriertasche, würde ich sagen. Fertig. Jetzt habe ich meine Arbeitsuniform mal richtig angepasst. Am liebsten wäre mir so ein komplettes Hula-Outfit, einfach damit es zum Inselthema passt, aber wir müssen ja nicht übertreiben. Ich bin bereit zum Arbeiten. Okay. Ah, jetzt dürfen wir die Schule gestalten. Das sehen wir übrigens mit zu den Häusern.
Okay, ich darf jetzt eine Schule einrichten. Ich bin bereit. Also ich muss ja zumindest draußen nichts einrichten. Okay, ich muss doch außen was einrichten. Scheibendreck. Okay, ich muss nur einrichten, wie das Ding an sich aussieht. Ich finde für so eine Schule ist ein rotes Dach recht gut. Braun, damit es ein bisschen klasse ausstrahlt. Mit einer schwarzen Tür. Ne, warte, mit einer beigen. Und eine Silberglocke. Finde ich so ganz gut. Okay, ich bin gespannt, was ich hier noch für Gebäude einrichten werde. Ich muss jetzt eine Schule einrichten. Das heißt, es muss schon so ein bisschen professionell diesmal aussehen. Als ob ich mein Feuergezeug nicht professionell gemacht hätte. Okay. Ach, jetzt kann ich die Größe des Raums anpassen. Ja, wir wollen natürlich einen großen Raum, ne? Ja, genau, ich bin schon fertig. Natürlich soll ich hier auch alles blitzen und blanken. So, zuallererst, ich hätte gern... Das ist eine Schule. XXL, bitte. So, der Lehrpult kommt natürlich... Obwohl, ist das ein Lehrpult? Ja, das, okay, das ist der Lehrertisch. Wir brauchen noch ein, zwei Schülertische und vier Sitzgelegenheiten. Ich will aber deutlich mehr. Das soll eine große Schule werden. So, ein paar Schülertische. Haben wir dafür was Geeignetes? Ein Studierzimmertisch, würde ich sagen, oder? Nee, hier, Schultische haben wir tatsächlich zur Verfügung. Und Sitzgelegenheiten. Ja, da kriegt ihr aber jetzt wirklich den Studierzimmertisch. Bei uns waren die in dem Farbton, also nehme ich das auch mal hier, also als ich in der Schule war. Und wir machen die von hier an in Zweierabständen. Ich muss niesen. Danke an jeden, der Gesundheit jetzt in den Chat auf Twitch oder auf YouTube schreibt. So, drei Reihen sollten mehr als ausreichend sein. Jetzt kommen noch die Stühle. Du kriegst einen besonders aussehenden... Ja, deiner soll professionell aussehen. Bitte in der Richtung. Und die kriegen den in Kamel. Ich weiß, ich habe es gerade mit der Taste übertrieben, aber ganz ehrlich, so muss ich nur Sachen löschen. Ich muss eh gleich alles nochmal abputzen. Okay. Bevor ich an nichts mehr drankomme, Putztime.
Jetzt soll alles blitzen und blanken erstmal. Jetzt muss ich überlegen, was für ein Unterrichtsstoff soll hier gelehrt werden? Ich habe so viele Musikinstrumente. Wie wäre es mit einem Musikzimmer? Oder nehmen wir eins einfach im klassischen Stil? Wie man es aus jeder... Schule kennt. Ja, wie ist jeder Raum eingerichtet? Wir wollen auf jeden Fall Regale. In die Basis ist ja jetzt schon mal gerichtet. Einen Stuhl habe ich vergessen. Okay. Ich hätte auch noch einen Schulstuhl zur Verfügung gehabt. Aber ich wollte, dass sie es bequem haben. Okay, jetzt geht's an die Einrichtung. Ihr kriegt übrigens zwei Ventilatoren. Ja, was nehmen wir denn? Wir wollten auf jeden Fall ein paar von denen hier. Was mich interessiert, wenn ich das Ding putze, wird das Putzen beim Kopieren auch übernommen? Was ist das eigentlich für ein trauriges Klassenzimmer? Das Putzen wird auch übernommen. Okay, ich putze die einmal ab, wenn ich mir sicher bin, dass ich die kopieren will. So. Hinter ihm kommt hinterher noch was an die Wand. Eine Pokalvitrine. Ja, könnte man auch in eine Schule packen. Eine Leinwand natürlich. Haben wir auch noch so einen Tageslichtprojektor. Auch wenn ich die Dinger mega zum Kotzen finde. Danke fürs Follow, Luca. Haben wir einen dieser... Wir haben eine Tafel, die gehört natürlich rein. Warte mal. Tafelhälfte rechts und links. So, haben wir hier noch irgendwas, was hier reingehören würde? Ein Handwaschbecken. Könnte in der Schule hingehören. Also bei uns war auch so ein richtig räudiges Waschbecken. Ja, hi Luca. Kein Tageslichtprojektor oder wie? Also ich kann auch ruhig ohne das Ding leben. Ich finde es immer noch mega hässlich. Ein Hausaufgabenset einmal auf jeden Tisch packen. Mikroskop könnten wir vorne drauf packen. Wo der Professor sitzen wird, beziehungsweise der Lehrer. Ich glaube, wir haben echt nicht so einen Tageslichtprojektor. Ein Kreideset ist jetzt nicht so wirklich, oder? Ich könnte noch so Bücher da in irgendeine Ecke hinlegen. Nach dem Motto, die haben zu viel zu arbeiten. Aber dafür reichen die Regale ja eigentlich aus, ne? Mit der Wanddeko fange ich gleich an. Ja, die Rasterlampen, die nehmen wir auf jeden Fall an Lampen. So, jetzt muss ich erstmal die Sachen so hinstellen, dass ich an alles drankomme, damit ich es auch putzen kann. Weil ich muss jedes Ding einmal abputzen. Wir wollen ja, dass es schön glänzt. Komme ich so an alles dran? Wenn ich den hier verschiebe, müsste ich eigentlich an alles einmal drankommen. Ich kann jetzt zur Not einmal hier reinschieben. Ich will es ja jetzt erstmal nur sauber machen. Und da kommt ja noch einiges dazu. Vor allen Dingen, die Schulen sind ja je nach Bezirk, glaube ich, anders eingerichtet. Also bei uns war das komplett oldschool. Eine Pokalvitrine hatten wir jetzt nicht drin, aber ich weiß, dass bei uns in der Aula immer eine Pokalvitrine stand. So, habe ich alles einmal abgeputzt. Ich jetzt einfach nochmal gucken. Ja, habe ich. Okay. Warte mal, ich kann doch direkt darauf bleiben.
So, den und den Schrank wieder weg, weil da kommen jetzt die Tafeln hin. Die mache ich jetzt mal als erstes. So. Bist du die rechte oder die linke Hälfte? Ne, das ist die rechte Hälfte. Ich brauche die Obenansicht. Und muss das einmal nach vorne schieben, sonst passt das nicht. So, das müsste jetzt passen. Okay, das Ding brauche ich tatsächlich offenbar nicht. Ich dachte, die gehören alle drei zusammen. So, die Pokalvitrine kommt einfach da vorne ins Eck hin. Da, du hast was zum Angucken. Das wollte ich hier vorne drauf packen. Wie gesagt, bei mir gab es für so ein richtig räudiges Teil zum Händewaschen. Das würde ich eigentlich gerne auch irgendwo vorne stehen haben. Schade, dass es keinen Tageslichtprojektor gibt. Ja, die Tapete kommt auch gleich dran. Warte mal, komm, damit die Tapete schon mal hinter uns ist. Ja, als ob hier zigtausend Spinde wären, ne? Obwohl, eigentlich mehr oder weniger passend. Hat jeder seinen eigenen Spind. Je nachdem, wo man drankommt. Aber wir finden bestimmt eine bessere Tapete hierfür. Nee, nee, passt auch nicht. Wie sieht denn die Korridortapete aus? Darf ich die mir mal kurz angucken? Ach, die geht doch eigentlich. Es gibt Schöneres, aber fürs Erste ist die in Ordnung. Jetzt noch gucken, was nehme ich für den Boden. Nee, Hüpfkästchen, das wäre ja draußen. Wir haben ja hier gerade den Innenbereich. Eine Turnhalle ist das jetzt auch nicht. Nehmen wir den Farbholzboden. Perfekt. Ich gucke mich noch einmal durch die Tapeten durch. Vielleicht ist hier noch was Schöneres. Okay, so sähe sie aus. Das fände ich unrealistisch, wenn überall hier Fenster wären. Also klar, ich hätte gerne hier überall Fenster. Komm, CIA. Das ist die CIA-Schule. Nee, da gefällt mir die Schulwand hier am besten. Also mit dem Tageslichtprojektor, wie gesagt, finde ich ein bisschen schade, dass ich keinen zur Verfügung habe. Weil ich meine, ich selber habe einen bei dem Spiel. Aber man kriegt halt nicht jedes Objekt direkt mit. Ich musste mir die hier ja auch nach und nach freischalten. So, jetzt Kleinkram. Wo haben wir es? Irgendwo hatten wir das Hausaufgabenset. Da, Hausaufgabenset. Einmal auf dem Boden, weil ich muss es erst noch putzen. So, komm her. So, jetzt leuchtet es. Einmal auf jeden Tisch eins. Das dauert jetzt einen kurzen Moment. Warte mal, von rechts nach links ist leichter. So. Ein paar noch. Sind hier gleich fertig, was die Tische angeht. Ja, sieht doch schon mal wie ein richtiges Klassenzimmer aus. Mit der Pokalvitrine muss jeder selbst überlegen, ob er jetzt einen in dem Schulsaal drin hatte oder nicht. Bei uns hatten wir eine auf jeden Fall in der Aula stehen. Stand sogar bei, wer die gewonnen hatte, die Pokale. Als nächstes wollte ich die Decke machen. Mit diesen räudigen Lampen. Das sind aber halt die so diese klassischen Schullampen. Hier, diese Rasterlampen. Ich finde die mega ekelhaft.
Vor allen Dingen, wenn die eine Glühbirne da drin kaputt ist, die geben so ein ekelhaftes Geräusch von sich. In der Farbe hatten wir sie bei mir. Ein nach hinten müsste ich. So, ich brauche hier in der Reihe dann nochmal. Ne, warte. Genau über den Tischen wollte ich es haben. Doch wieder einen nach vorne. So. So, die Lampen werden eingerichtet. Drei Reihen müssten reichen. Ich wollte noch einen Ventilator reinpacken. Hier, der Lehrer hat Luxus. Der kriegt einen Ventilator und die restlichen dürfen gucken, wo sie bleiben. Okay, dann gehen wir jetzt mal an die Wand. Was haben wir denn hier alles zur Verfügung? Doppelwanduhren. Hier, eine Eisenholzwanduhr oder eine Pendeluhr würde doch gut zur Schule passen. Die Wanduhr passt auch recht gut rein. Wir nehmen die Wanduhr. Ich packe mir jetzt erstmal alles, was ich nutzen will, hier vorne hin und verteile es dann. Zwei Multischalter für die zigtausend Lampen. Ja, man sieht sie an der Wand gar nicht. Was ich mir da zurechtlege. Das Teil kann schon mal hier hin. Da steht es schon mal perfekt. Ich nehme mir jetzt eine andere Wand hier zur Verfügung, weil da vorne sieht man es nicht. Das Wandzeug muss ich zum Glück nicht putzen. Kann man nicht putzen. Ist auch auf perfekter Höhe. Wir nehmen natürlich die weißen Schalter. So, jetzt mal gucken, was ich noch nehme alles. Ein paar Heizungen natürlich. Für jede Seite so ungefähr zwei. Ein Aushangsbrett und eine Pinnwand. Eine Weltkarte gehört natürlich rein. Ein Zertifikat, das gleich beim Lehrer hängt. Ein Schlüsselbrett. Natürlich ein Kehrset. Ja, Notausgang einfach über den Ausgang hängen. Und damit haben wir, glaube ich, alles, was an die Wand gehört. Ich gucke gerade nochmal drüber. Ein Lärmposter können wir noch nehmen. So, und jetzt geht's ans Verteilen. Das kommt mal direkt hier neben die Pokalvitrine. Wie können wir das noch anpassen? Bunt. Sieht zumindest ein bisschen schöner aus. So, das eine Brett kommt auf die diese Seite hier. Nehmen wir den Standard. Und nehmen mal Zeichnungen. Sieht man das hier noch ganz gut? Nee. So, das Alphabet haben wir. Das 1x1. Oh, ja, Sternbilder. Das versteht auch jeder sofort. Jedes einzelne Sternbild. Oder das Periodensystem. Periodensystem passt hier besser, weil ich habe ja vorne auch ein Mikroskop hingestellt. Ich müsste jetzt mal gucken. Ich wollte vorne das Diplom von dem Typen hinhängen, der hier unterrichten wird. Das passt hier hin. Ja, guck mal, so sieht es doch richtig professionell aus. Und wir haben hier noch eine Pinnwand. Was nehmen wir denn? Okay, das hier wollte ich halt direkt über der Tür. Und hier jetzt einfach
ein paar Heizungen. Haben wir jetzt kurz dann doch für 3 entschieden. Ja, komm, damit sie auch direkt die Wärme haben. Hier müsste das doch eigentlich von der Theorie her genauso aufgebaut sein, weil ich habe das ja in einer Reihe aufgebaut. Ich müsste die alle ein bisschen nach links verschieben, aber geht nicht wegen dem Pokal. Aber ich finde, es ist trotzdem ein schönes Klassenzimmer geworden. Ich hätte zwar gerne eine schönere Tapete, aber ich habe nicht wirklich viele Tapeten zur Verfügung. Eine Weißholzwand ginge vielleicht auch. Nee, das macht schon wieder alles hier kaputt. Mit den Spinden, das wirkt unrealistisch. Wenn man hier den Restkulisse hat. Ja. Ich finde das Klassenzimmer so schön. Ich kann noch mal zeigen, ich habe leider keinen Tageslichtprojektor. Ich habe hier durchgeguckt. Ich könnte einen Globus noch gucken, ob ich ihn irgendwo ausstelle. Stimmt, ich könnte noch so einen Nebentisch hier eben kurz hinpacken. Wo haben wir denn einen? Ich brauche einen Tisch. Da kann ich ja noch einen Globus drauf packen. Eine Spindwand. Guck mal, haben doch zumindest einen Spind. Kann ich auf die andere Seite perfekt drauf packen? Doch nicht. Jetzt kann ich es dahin packen. Okay, Kleinkram, ein Globus. Und was nehmen wir noch? Ein Bücherstapel. Nach dem Motto, hier könnt ihr euch eure Bücher holen. So, einmal auf den Boden packen, damit ich es putzen kann. Aber vorher noch anpassen. Ja, richtig räudige alte Bücher. Nachschlagewerke, Nachschlagewerte. Klingt am besten. Ein moderner Globus. Nein, wir sind nicht modern. Wir haben diese Rotzlampen, also gibt es auch hier den dummen alten Globus, den schon jeder kennt. Wir nehmen nichts Modernes. Modern ist für die Reichen. So, einmal nach vorne und putzen. Und hier kommt dann jetzt noch der Globus und die Nachschlagewerke drauf, damit sie alles nachgucken können. Na, jetzt sieht man das Diplom aber nicht mehr so gut. Ich sehe gerade, ich kann das auch auf die linke Seite packen. Also mache ich das mal eben. Auf die rechte. Ich bin nicht komplett behämmert, nein. Ich bin nicht durch für den Abend. Ist ja ein schönes Klassenzimmer geworden. Kommt man noch an das Waschbecken dran? Ja, man kommt noch dran. Wasch mir eben kurz die Pfoten. Ich habe hart gearbeitet. Ich finde, ich habe super eingerichtet. Das ist bisher der schönste und originellste Raum, den ich tatsächlich habe. Präsentieren. Nehme schon mal das Foto. Dann habe ich das schon mal. Ich bin fertig. Die Schule hat richtig lang gedauert. Oh, ich muss einen Lehrer einstellen. Wen nehme ich denn als Lehrer? Frauke war jemand, der richtig gern gelesen hat. Also darfst du auch der Lehrer sein. Aber jetzt verpassen wir dir noch das richtige Outfit. Blazer. Blazer schreit doch richtig hier Schule aus.
Obwohl, im Polunder streitet das auch ganz gut heraus, dass es ein Lehrer ist. Was haben wir denn sonst noch zur Verfügung? Ne, die Uniroben tragen, wenn hier die Schüler. Hier haben wir mal zur Abwechslung richtig viel zur Verfügung. Das passt eigentlich auch gut zum Lehrer-Dasein. Was haben wir denn hier an Hüten? Ja, eine Brille. Ja, die Scherzbrille, die müsste sein, ne? Vor allem, die sitzt nicht mal richtig. Also nehmen wir dann die Scherzbrille? Nee, dann bin ich generell für keine Brille eigentlich. Wenn die nicht mal richtig auf den Augen sitzt. Einen guten Namen. Wie nenne ich die Schule denn? Ich nenne sie einfach die Zeifelschule. Sci-Fi Art. Ja, passt doch so. Auch noch ein paar Leute getriggert, weil es Englisch und Deutsch enthält. Perfekt. Ich habe hier doch eine richtig gute Schule eingerichtet. Sieht auch noch alles richtig schön glänzend aus. Sogar die Hausaufgaben glänzen, weil die so gut gemacht wurden. Ah ja. Hat sich doch jetzt schon gelohnt. Was lernen die denn? Nee, jetzt mal im Ernst, was lernen die denn? Wollen sie mir nicht mitteilen. Welches Foto nehmen wir? Ich würde sagen, das hier, das sieht besser aus. Vor allen Dingen, weil es die vielen Schüler auch noch beinhaltet. Ich habe vor, nach draußen zu gehen. Die will unbedingt jetzt noch ein Foto schießen. Ach, die will auch noch ein Außenfoto haben. So ist das. Oh, das hat auch noch Schule noch mal hinten dran. Ups. Okay, merke ich mir. Wir dürfen stolz sein. Weil das hat jetzt, glaube ich, schon eine halbe Stunde mindestens gedauert. Perfektes Foto. Es ist perfekt. Ich habe eine Schule gebaut.
Jetzt werden mich einige Kinder hassen. Kriege ich dafür auch was? Ja, ich habe richtig hart durchdacht. Also, das hat jetzt auch wirklich lang gedauert, ne? So, jetzt kann ich das auch bei den anderen machen, ne? Ono, das erhören. 25.000 Poké für eine Schule. Das hat sich gelohnt. Was wird das nächste sein, was wir hier bauen? Darf ich sie auch umbenennen? Ich möchte noch ein Haus heute machen. Es kann sein, dass ich für YouTube ab sofort das dann einfach so ein bisschen in Schnelldurchlauf durchlaufen lasse, wie ich da baue. Reden wir über Einrichtungen. Namen geben. Ja. Ich will das Wort Schule entfernen. Ich wusste nicht, dass Schule hinten dann nochmal dran steht. So. So, die Sci-Fi-Art-Schule. Perfektes Gebäude. Da freut man sich doch. Ich will mir die Schule jetzt nochmal angucken. Ob man so ein bisschen beim Unterricht die jetzt stören kann. Das will man einfach mal kurz wissen. Na, Leute? Die reden sogar unterrichtsbezogen. Oh, die werden Frangipani anpflanzen. Klar, klingt lustig. Ich habe bisher noch keinen Frangipani bei mir auf der Insel. Ist sehr nett, dass die mir das Ding schenken. Und ich habe gerade gesehen, wenn man vor Ort ist, kann man das Bild ändern. Werde ich dann noch bei den anderen Einrichtungen machen, die ich gebastelt habe. So, ein Haus machen wir noch. Puppen, Modenschauen, Leinwand, Filme. Rhythmus zur Musik, Schlägern. Wir könnten auch so ein Filmstudio bauen. Ein Haus mit mit einem Inside-Kino. Das versuche ich mal. Also, die wird mir die Leinwand ja wahrscheinlich vorgeben. Dann bitte auch einen Filmprojektor. Ein Film mit einer Leinwand und Popcorn. Okay. Filmfreak. Du kriegst die Insel hier. Na dann, Frieda, auf an dein Filmset. Das wird bestimmt wunderschön. Auf jeden Fall richten wir zuerst mal hier draußen wieder ein, dass sie hier draußen entspannen kann. Meine Kreativität hat keine Grenzen. Obwohl man so manche Grenzen doch setzen sollte. So, was bauen wir hier denn zuerst? Nicht genug Größe für ein anderes Haus. Okay.
Du bist ein blauer Vogel, also kriegst du auch ein blaues Dach. Hier, kriegst du sogar ein komplett blaues Haus. Wenig kreativ. Hier, wenigstens, weil du Pinguin bist. Ich weiß, das war jetzt null kreativ. Aber beim Haus, da, wie es außen aussieht, da hört bei mir die Kreativität raus. Okay. Ich wollte auf jeden Fall hier zwei Palmen hinsetzen. Eine hier hinten hin und eine da. Dann kriegt sie noch einen Liegestuhl, wenn ich ihn direkt finde. Da, wieder den hier, damit du auch einen Freund einladen kannst. Am besten noch so einen kleinen Tisch, wo ich dann sogar noch eine Pina Colada draufstelle. Hier kriegst du einen coolen Beistelltisch. Und wo haben wir jetzt ein kühles Blondes? Ein Zitroneneistee. Geht auch. Das Zeug draußen, konnte ich das putzen oder konnte ich das nicht putzen? Na, ich finde, die Anfangsfarbe geht ganz gut. Ich muss mal kurz gucken, ob ich hier draußen putzen kann. Nein, draußen kann ich nicht putzen. Okay, das wäre geklärt. Warte mal, wir stellen ihn erstmal richtig. So. Mehr ist für draußen nicht geplant. Die richtige Planung beginnt drin. Da darf ich jetzt mich jetzt wieder ausleben. So, die beiden Sachen direkt putzen. Kann ich jetzt auch hier die Einrichtungsgröße verändern? Ja. Ich will mich ausleben können. Also machen wir so groß es geht. Fenster, ja. Ich will immer Fenster haben. Warte mal. Raumgröße doch um einen niedriger. Sonst wird das hier ein bisschen zu groß. Ich kann das Ding ja wieder aufstellen. So, Fußbodenspot, kommen zwei dahin. Zwei Lautsprecher. Bühnenmonitor würde ich dahinter packen. Und natürlich ein Filmprojektor, endlich. Hängeleuchten kommen gleich auch noch welche. Jetzt machen wir erstmal die Tapete, bevor sich da einer beschweren kann. So, die wollte ja sowas richtig Kinomäßiges haben. Nee, das schreit nicht Kino. Das schreit schon mehr Kino. Und jetzt noch so ein richtig protziger Teppich. Nee, einen protzigen Teppich. So, einmal beiseite. Ich muss putzen. Ich kann das Bodending nicht putzen. Ich will, dass alles glänzt. So, das erste Zeug ist bereit, aufgestellt zu werden von mir. Ich muss diese Leinwand verwenden. Warte mal, einen nach hinten.
Die kommen direkt daneben. So, so finde ich es gut. Zwei brauche ich noch. Die kommen jetzt dahinter. Ist auch mal so richtig interessant, sowas zu bauen. Okay, dafür brauche ich gleich erstmal noch einen Tisch. Dasselbe geht hierfür. Dafür brauche ich erstmal noch gleich irgendwas. Die Deckendeko kommt als letztes. Genauso die Wanddeko. Das sind die zwei letzten Sachen. Gehen wir weiter mit der Einrichtung. Luxus-Massagesessel. Warte mal, eigentlich brauche ich nur einen und den putze ich einmal. So, den kann ich jetzt kopieren. Der kopiert sich natürlich genau in die falsche Richtung. Ja. Das wäre dann der Bereich hier vorne schon mal. Natürlich mache ich dir auch einen Ort, wo du schlafen kannst, weil das ist ja eigentlich dein Zuhause. Irgendein gutes Bett. So. Kann ich das Regal auch so einrichten, dass es hier Filme zeigt? Ist das im Bereich des Möglichen? Schade, leider nicht. Ach, jetzt habe ich so ein Anatomiemodell. Das hätte auch in die Schule gut reingepasst. Eine Popcornmaschine passt hier auf jeden Fall rein. Okay. Du kriegst eine. Ich muss gerade überlegen. Wir können ja so tun, als wäre der Aktenschrank hier irgendwas mit Filmen. So, jetzt brauche ich Tische. Kleine Tische. Die aber irgendwie hier mit reinpassen. Einmal so hinstellen, dass ich an alles drankomme. Weil ich muss putzen. Den Filmprojektor stelle ich hinter denen auf. So, jetzt wird erstmal geputzt, damit das schön glänzt. So, das kommt hier hinten hin. Und zwar gleich im Doppelpack. So, einmal so rum und so rum. Ich baue noch einen von den Tischen. Jetzt kommt der Filmprojektor in die Richtung dahin. Und wie gesagt, mit dem Aktenschrank tun wir mal so als. Ah. Okay, hätte eh nicht da hinten hingepasst. Okay, dann ist gut. Dann kann ich das alles hier noch ein nach hinten schieben. Perfekt. Und das kann ich ein nach vorne dann alles schieben. Dann ist hier auch mehr Platz. Danke für das Follow, Sade. So, das packen wir jetzt so rum hier drauf. Das müsste noch ein nach vorne. Was bietest du mir denn hier an? Also hier muss ich gerade ein. Nee, dann nein.
Ich möchte mir die Sachen hier selber erarbeiten. So, was könnte noch hier gut rein? Muss gerade kurz überlegen. Eine Zwischenwand. Seit wann habe ich die denn? Was könnte man da hinten noch hinpacken? Ich könnte da hinten alles noch mit dem Licht einmal zuklatschen und dann da vorne stattdessen die Lichter wegnehmen. Ging auch. Haben wir denn keine Nebelmaschine? Komm, dann packe ich da hinten so zwei Hifi-Anlagen hin. Jetzt konnte ich sie auch mal richtig rumdrehen. Einmal sauber machen. Also das ist nicht böse gemeint, auch für die Zukunft. Bitte nicht fragen, ob ihr hier irgendwie was bearbeiten könnt, mir was schenken könnt, etc. Ich will mir das hier alles selber erarbeiten und ich lasse auch generell keinen von der Community irgendwie auf meine Insel. Das hat besondere Gründe, die ich jetzt nicht nennen werde. Die Musik passt hier auf jeden Fall ins Schema rein. Ein Wasserspender, damit man sich noch was zu trinken holen kann. Na komm. Haben wir noch einen kleinen Tisch zur Verfügung? Der hier gut reinpassen würde. Schulput haben wir, einen Hörsaaltisch. Ich könnte einen coolen Sofatisch da vorne hinklatschen. Einmal hier so. Der hat, glaube ich, schon die richtige Farbe. Oh, komm, kann ruhig so bleiben. So, da kommt zum einen eine Erdbeerlimo drauf und ein Snack. Ich pack die wieder mal beiseite, weil ich die noch putzen will. Damit die schön glänzen. Ach, wenn ich das doch nur hier auf Höhe hängen kann. Oder kann ich das höher hängen? Nein, kann ich leider nicht. Ja, ein Notebook könnte ich auch noch irgendwo hinklatschen. Würde auch hier irgendwo reinpassen. Halt, dass darüber der Film ausgesucht wurde. Und dann via Bluetooth vielleicht an das Teil da gesendet wird. Online-Shopping-Chat. Da bleiben wir mal bei Internet-Browser. Beziehungsweise über so ein Kabel, was über den Boden geht, aber jetzt auf den ersten Blick nicht sichtbar wäre. Ja komm, sowohl ein Laptop als auch ein Tablet. Dann nehme ich mir jetzt noch zweimal so einen kleineren, coolen Tisch. Oder nee, warte mal, wir nehmen uns extra nochmal so einen Tisch, wie da vorne ist. Nur werde ich den gleich dann einfach rüber kopieren. So, jetzt wird erstmal sauber gemacht, damit das schön glänzt. Nein, ich hätte gern in die Richtung. Nein. Brav. Ich muss den Wasserspender gleich noch putzen. Dich baue ich einmal. Und ja, in der richtigen Richtung. Einmal kurz beiseite damit. So, das ist jetzt hier drauf. Jetzt können die Snacks hier wieder drauf, beziehungsweise auch das Getränk. Den muss ich noch putzen, dann packe ich den einfach neben das Bett. Das Bett habe ich auch noch nicht geputzt, sehe ich gerade. So, ich finde, ich habe es gut eingerichtet. Zumindest was unten angeht. Jetzt kommt noch Decke und Wandbeleuchtung, beziehungsweise Wandzeug. Gehen wir erstmal auf Decke.
Da kommen die Hängeleuchten. Und dann nehme ich gleich mehrere. Natürlich kommt ein Ventilator über die Leute. So, dann richten wir jetzt erstmal die Decke ein. Den hätte ich halt wirklich genau hier ungefähr. Und das dann einen weiter so davor. So. Bleiben aber schwarz, damit das bei Dunkelheit halt nicht so auffällt. Deckenbeleuchtung wäre damit erledigt. So, jetzt kommt Wand. Ich nehme mal kurz die Wand, weil hier gar nichts steht. Dann kann ich mir das schön alles raussuchen. Okay. Wir nehmen hier eine ganz normale Wanduhr. Natürlich ein paar von denen gleich. Wir haben keine Küchenecke hier diesmal. Wir nehmen wieder zwei Multischalter. Hier kommen diesmal zwei Klimaanlagen hin und eine Heizung fürs Bett. Und ein Neonröhrenset. Kommt dann beim Bett auch noch hin. Und natürlich wie immer ein Poster. Und ich finde, falls ich hier eins finde, noch ein gutes Bild. Hier, das dann so ausstrahlen würde, dass, als ob es so Kinobilder wären. Halt die Vorschaubilder. So, dich färben wir jetzt einmal kurz ein. Im Schwarz, damit du in der Dunkelheit nicht auffällst. So, die Wand wird in der Richtung jetzt komplett zugeklatscht. Auch auf der Seite kommt eine Klimaanlage hin. Habe ich noch mehr Bilder, die so aussehen, als könnte man sie als Kino-Vorschaubild nehmen? Das sieht nach einem Film aus. Das sieht aus wie ein Film. Ja, die drei sehen noch aus wie ein Film. Ansonsten kann ich da auch einfach jedes Bild einmal hinklatschen. Ach komm. Das Bild habe ich noch nicht genutzt und das habe ich noch nicht genutzt. Die Uhr kommt wie immer über die Tür. Die Lichtschalter hier vorne hin. Die mache ich auch gleich noch schwarz. Und dann fehlt nur noch die Heizung. Die kommt nebens Bett. Nehmen wir Gold. Was Besseres haben wir in der Richtung nicht. Ich nehme hier mal Grün. So, das muss ich einmal wegnehmen. So.
dasselbe, was ich hier jetzt gemacht habe, noch einmal auf der Seite. Nur hier nur zwei Reihen. Und vielleicht hier noch eine Reihe. Auf der anderen Seite jetzt auch noch. Ich sage nur zwei Reihen und mache direkt noch eine nächste. Und fertig ist das Kinozimmer. Sieht man keinen Film wegen dem Hocker? Machen wir Licht aus. Boah, bei Dunkelheit sieht das richtig geil aus. Komm, den mittleren Stuhl nehme ich jetzt trotzdem wieder weg. Weil der würde da das Bild versperren. Guck aber, könnte ich die so zusammenrücken? Sieht es so aus, als ob es noch da durchmachen würde? Ja, es steht nur falsch da oben, glaube ich, oder? Ich glaube, es steht falsch da oben. Ich müsste einmal gucken, vom Nahen aus. Kann man sehen, von welcher Seite aus? Nee, jetzt steht's falsch herum. So. Jetzt bin ich glücklich und zufrieden. Jetzt müsste halt nur was auf der Leinwand auch laufen. So, auf der Leinwand läuft was. Er greift da nach dem Ventilator. Ja, so sieht es jetzt aus, als ob man dort einen Film gucken würde. Bin zufrieden. Ich bin mit der Ecke richtig zufrieden. Ja, ich habe da richtig viel investiert. Soll ich mal aus jedem Winkel ein Bild und guck mal, welches mir am besten gefällt, weil ich kann es ja aussuchen. Nee, das, der Blickwinkel ist kacke. Der Blickwinkel ist auch nicht so schön. Der geht. Der ist mies. Ja, ich nehme, glaube ich, ein Bild, wo wir da vorne so vom, in dem Teil sitzen zusammen. So, jetzt will ich noch ein Foto machen. Ich setze uns beide jetzt in den Sessel da rein. Und passe jetzt meine Kleidung einmal an. Was nehmen wir denn? Haben wir einen blauen Hoodie? Haben wir da oben mal die Kapuzenpullis? Nee, es sind Einfarbenpullis. Ich hätte gerne einen blauen Kapuzenpulli. Haben wir nicht.
Ja, die Klimaanlagen sind ja schon drin. Noch eine schwarze Stoffhose dazu. Dann gucken, was nehmen wir als Helm? Nix. Das bleibt behalten wir mal im Mund. Genauso den restlichen Schmarrn. Ach so, der Partnerlook funktioniert nur in einer Richtung. Dann ziehen wir dich halt um. So, jetzt einen guten Winkel. Und jetzt am besten noch nee, das versaut's irgendwie. Das macht es jetzt wiederum gut, der Gesichtsausdruck von ihr. Ich kann so nicht mit der reden. Muss die einmal aus dem Sessel rausholen. So, bin fertig. Tausend Poki verdiene ich jetzt immer. So, das war das letzte Haus für heute. Ich bin für heute fertig. Ich nehme mir noch ein paar Pralinen mit. Einmal, weil, why not? Gehe jetzt nach draußen. So, ich verabschiede mich jetzt zuerst für YouTube. Ich hoffe, dass ihr einen schönen Abend hiermit hattet, beziehungsweise schönen Morgen, je nachdem, wann ihr euch das anguckt. Für die auf YouTube natürlich ein Abo dalassen, für die auf Twitch, wie es mehrere Male im Twitch-Stream passiert ist, ein Follow. Wir sehen uns da jetzt beim nächsten Mal wieder. Hatte jetzt noch Twitch-Zuschauer noch eine kurze Ansprache. Aber für YouTube auf jeden Fall schon mal schau.